Hey ho, meine Lieben, wir sind wieder endlich mal im Gärtchen, heute Donnerstag, bloß ein paar Kleinigkeiten zu machen, oder? Du hast gar nicht Hallo gesagt. Ich bin auch kritisch. Sie hat noch keine so richtige Lust heute. Nee. Aber ein erfreuliches Stromi ist wieder da. Stromi, hier mein Stromaggregat. Und jetzt kann ich ja auch wieder von hinten sprechen mit meiner älteren Cam. Das ist endlich gekommen, nachdem es wieder zwischen Lauing und Neu-Ulm ein paar Mal hin und her gefahren worden ist, wegs diesen GLS-Fahrer. Tja, und was haben wir noch zu verkündigen? Oskar ist unterwegs. Ich habe Oskar geordert. Wer oder was Oskar ist, mit etwas Glück, wenn der GLS-Fahrer es morgen auch bringt, kann ich euch morgen Oskar vorstellen. Ja, das wäre natürlich eine feine Sache. Und ja, was will ich heute machen? Da steht schon der Schnorchel vom Staubsauger, den haben wir mein Kercher mitgebracht, weil Strom ist ja wieder da. Eventuell noch die Bretter kleinsägen heute. Und diesen Balken endlich fertig ausspritzen, den klebe ich jetzt nochmal ab und dann wird es mit einer dicken Spritze das Harz dann eingepumpt, soweit es noch ausreicht. Ja, das ist mein Plan für heute und halt hier, dass wir nachher hier drin endlich mal anfangen, ein bisschen Ordnung zu machen. Weil so kann es nicht weitergehen, demnächst kommt ja auch hier die Küchenunterschränke. Küchenunterschränke, genau. Arbeitsplatte haben wir auch dabei. Und bis dahin sollte hier komplett frei sein. Gut. Ich lege jetzt mal los und ja, sobald was gemacht worden ist, Fliegzeug da oben. Sobald was gemacht worden ist, hole ich euch gleich wieder dazu und zeige es. Tja. Mit dieser Spritze habe ich es doch geschafft, da oben mal so richtig schön in den Balken des Harz rein zu pumpen. Und ja, jetzt bleibt nichts anderes übrig als trocknen lassen, morgen Klebeband abziehen und dann mal gucken, ja, wie stabil oder wie haltbar der jetzt wieder ist. So, Freunde, hier habe ich auch weiter gemessen. Ich möchte mal ja hier noch eine Holzplatte rein machen, wo dann die ganzen Geräte oben drauf sind in einer Linie und unten drunter dann eben die Batterien, weil das Schrottteil kommt raus, weil dem Mist, was der da angeschlossen hat und schmeiße ich alles raus von dem. So, weiter im Text, was, oh Gott, die, du schaust schon wieder so kritisch. Gerade, weil man so. Unten ist ein Balken. Wenn man den rausmachen, dann kann man nämlich das Teil hier. Ja, das Fensterbrett wird auch wegkommen. Ja. Die Fenster werden in Zukunft dann geschlossen bleiben, weil irgendwo hier haben wir die Höhe, 90, wo dann Arbeitsplatte ist. Die Fenster braucht kein Mensch offen. So, weiter im Text. Was ich jetzt dann noch machen werde. Definitiv. Ich hoffe, dass ich es die Woche noch schaffe. Das Wochenende. Ich werde hier oben auf alle Fälle die Kanten anmollern. Zornstreifen, dass er Farb drauf ist. Und dann ganz am Rand Holzleisten setzen. Von vorn bis hinten. Dazu werde ich dann von oben wieder zwei, drei Schrauben von der Reihe rausmachen, dass ich das Blech ein bisschen anklappen kann und von oben nach unten durchschrauben kann. Weil an die Leisten sollen ja dann die, ja, wenn es umgeklappt ist, verschraubt werden. Und auf der anderen Seite dasselbe Spiel. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Der Kamin hat sich mittlerweile selber entsorgt. Ja. Also da habe ich noch andere Holzleisten, aber die hier könnte ich zur Not ja auch nehmen. Und die will ich ja auch noch, wenn dann, anmalen. Ja, und hier habe ich ja sowieso ein bisschen mehr Überstand. Hätte ich das gewusst, dass da so viel Überstand ist,
Mei, da hätte ich auf der Seite auch ein bisschen mehr gelassen. Naja. Wer viel misst, misst, misst. Ja. Auf alle Fälle, unser Holz haben wir weg. Das kann man jetzt entsorgen. Passt auch so ins Auto. Wie spät haben wir es jetzt? 18 Uhr. 18 Uhr, ja. Puh, so schaut's aus. Mein Stromwandler, der wird hier ja, an die Seite hinkommen. Ja, schauen wir mal, was ich das Wochenende so alles hier draußen fertig bringe. Ein bisschen was möchte ich schaffen. Ich weiß noch nicht was und wie viel, aber ein bisschen was. Mal gucken. Haben wir jetzt sonst noch was heute? Nichts. Nichts mehr? Gar nichts. Möchtest du wieder Leine ziehen? Einkaufen gehen. Einkaufen gehen? Ja. Okay, dann machen wir das. Leute, dann sage ich mal bis morgen. Tschüss. Und wie gesagt, eventuell seht ihr dann auch schon Oskar. Mhm. Hoffen wir es, oder? Sagt wieder nichts dazu. Oskar. Oskar. Ja, gut. Leute, Tschaikowski, bis morgen. Tschüss.